Und so? Darfst du euch was sagen? Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Jans. Ich freue mich, heute hier unter Ihnen weilen zu dürfen. Und der Herr von Dreis, der ist besonders dreist gewesen seinerzeit. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Moment, ich bitte um den Auslöser zu betätigen. Beppo, gehst du mal rüber, langsam? Ich gehe mal langsam darüber. Genau. Hier sehen wir zum Beispiel, obere, schön langsam weiterlaufen, wie der Herr Dreis sein Fahrrad konstruiert hat seinerzeit. Ja. Er hat auch. Beppo? Ja. Langsam? Schön langsam. Und ja, hier sehen wir. Ja, hier ist die Originalbeschreibung zum Aufbau des Fahrrads. Gut. Ja. Also hier sehen wir das Hochrad zum Beispiel. Und hier eine der ersten Versionen der Tretkurbel. Noch ohne Kette, aber schon mit Bremse. Ein Bauernzug hat dann die Bremse ausgelöst. Und insgesamt gesehen war das schon ein wesentlicher Fortschritt vom Tretrad zum, in der Entwicklung zum heutigen Fahrrad. Stopp. Ja, hier sehen wir die alten Männer von 1899. Verschiedene Versionen des Hochrades. Es war nicht ungefährlich abzusteigen, auch nicht das Aufsteigen. Das Ungefährlichste war das Fahren. Aber ja, sehr interessant. Hier sehen wir von Karl Benz den ersten Motorwagen 1898, der natürlich schon wesentlich komfortabler war, weil er mit dem ersten Ottomotor gelaufen ist. Auch unser Kaiser Wilhelm II. Darf nicht fehlen. Er ist hier verewigt auf einer Porzellanschüssel. Tja, in diesem Sinne auch ein Hochrad mit zwei Rädern, vielleicht für Behinderte, ist hier ausgestellt von 1883 aus England. Und so weiter hat er sich da, dass er bewegen kann, von so viel Gepäck. Das war wirklich sinnvoll, ne? Also, ja. 1915. Also, ich habe auch mal gehört, das stimmt, weiß ich nicht, dass wohl das Klapprad von den Italienern fürs Militär erfunden wurde. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja, eben. Wegen dieser Funktionalität sozusagen im Gebirge. Nein. Das dann wirklich allzu viel gebracht hat, sei es mal eingestellt. Ne? Ich war während meiner Militärzeit immer nur bei der laufenden Truppe. Und mir hat es immer geärgert. Jeden Tag laufen, latschen, 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer. Das wäre für mich die ideale Lösung. Da waren sie halt auf der falschen Truppe, ne? War ich bei der falschen Truppe, ja. Warst du beim Heer? Nein, ich war bei der Luft. Die haben nicht alles viel dreckig gemacht. Die haben einen 10-Stunden-Arbeitstag mindestens oder so. Genau, ja, teilweise 12. Dann war vielleicht je nach Zeitpunkt, waren die Kinder noch am Arbeiten auch noch. War sowieso keiner zu Hause, wird nichts dreckig, ja, ne? Ja. Nochmal so sehen. Ja. Wurde aus dem Haus gegessen, in der Kantine oder sowas vielleicht noch. Beziehungsweise oft hatte man ja eh nichts zu essen. Also die Arbeiter im Ruhrpott sind ja berühmt dafür für Pellkartoffeln und Brathering. Zum der Brathering wurde ja kalt serviert, dann haben wir nur die Kartoffeln kurz abkochen und fertig. Brathering mit Bratkartoffeln. Auch eines meiner Lieblingsgerichte heute noch. Das ist schon was Gutes. Ja. Aber nicht jeden Tag bitte, aber jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Ich auch. Auch immer so ein bisschen. Ist jetzt schon Wasser drin? Da ist Wasser drin, ja. Aha. Ich muss immer ein bisschen warten, bis eben das Gas sich gesammelt hat. Ja, ja, klar. Aber, weiß nicht, größere Menge halt, ja, natürlich da sein. Jetzt
Da soll es nicht rauskommen. Jetzt kommt das Gas. Und jetzt Achtung. Mal gucken. Da ist doch zu viel Sauerstoff drin. Da riecht es aber. Ja, ja. Da brennt es schon, jawohl. Jawohl. Ein Militärrad von 1915. Man sieht an den Scharnieren, dass das ein Klapprad war. Man konnte es zusammenklappen. Und damit waren eben ganze Kompanien ausgerüstet. Auch mit Vollgummireifen. Nicht, damit man keinen Platten fahren konnte. Ja. Zum Sieg hat es nicht beigetragen. Hier ein Kindersitz von 1893 aus den Vereinigten Staaten. Hier zum Beispiel auch noch von 1893 aus Massachusetts ein Rad, das speziell für Damen mit langen Kleidern geeignet war. Sie, durch den Schutz hier an Kette und Reifen konnte zum Beispiel eben das Kleid nicht in den, konnte sich nicht verheddern mit den Speichen zum Beispiel. Das waren die ersten in Serienproduktion in größeren Mengen hergestellten Fahrräder, etwa von 1927, Gewicht 18 Kilogramm. Da wurden riesige Mengen davon sozusagen hergestellt. Ja. Hier zum Beispiel die berühmtesten Firmen der damaligen Zeit: Adler, Pneumatin, Dürrkopp, Panzer zum Beispiel. Ja. Ja. Der Siegeszug des Fahrrads war nicht aufzuhalten. Bist besser wie der Goethe. Bitte? Bist besser wie der Goethe. Universalgenie. Alt reicht schon. Was bin ich schon dran? Ja, jo, es läuft schon. Also so um 1900 entwickelten sich sehr viele Radfahrvereine. Hier sind einige Fahrräder aus dieser Zeit. Man hat sich eben zu Club-Treffen getroffen. Man hat am Wochenende Fahrten zusammen gemacht, Clubabende zusammen gestaltet. Das waren eben diese Radfahrvereine. Eine der wichtigsten Entwicklungen war damals schon sozusagen vollendet, nämlich der Kettenantrieb. Und das war natürlich eine ganz wichtige Entwicklung. Hier sehen wir verschiedene Fahrräder aus der Zeit um 1900. 17 Kilogramm, 20 Kilogramm etwa schwer in dieser Größenordnung. Das Plakat von NSU zum Beispiel aus Neckarsulm etwa um 1930. Gritzner aus Zwiesel war damals auch eine sehr berühmte Firma. Um 1925. Hier in dieser Vitrine sehen wir Ausweise für den Süddeutschen Radfahrerbund, den Deutschen Radfahrerverband und so weiter, Mitgliedskarten, Abzeichen und so fort. Hier ein Fahrrad mit einer der ersten elektrischen Beleuchtungen, die es damals gab. Der Dynamo war ungefähr 1 Kilogramm schwer. Und am Abend hat man auch schon ein Schlückchen getrunken, wie die entsprechenden Radfahrer Gläser und Becher zeigen. Ein Herrenfahrrad mit Not.
Notbereifung um 1930. Notbereifung, das heißt, es gab einen Mangel an Gummireifen und speziell zwischen den beiden Weltkriegen. Und dabei kamen Holz zum Einsatz, Leder, Kork. Eine Variante mit Stahlfedern mutet vergleichsweise professionell an. Hier zum Beispiel Stahlfederreifen vom NSU. Ich erinnere mich, mein allererstes Fahrrad, das ich im Alter von 12 Jahren bekam, war ebenfalls vom NSU. Es hat damals 120 Mark gekostet.